Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute stelle ich ein sportliches Trekking-E-Bike vor. Und zwar das Highbike S-Duro Trekking 4.0. Alle wichtigen Informationen, die man zur Kaufentscheidung braucht, sind in diesem Video enthalten. Es fehlt also eigentlich nur noch die Probefahrt, die man auf jeden Fall machen sollte. Also, los geht's! Der Rahmen wird aus Aluminium gefertigt. Das Oberrohr hat auch in der Herrenversion einen leichten Knick, wodurch die typisch sportliche Optik unterstrichen wird. Durch ein spezielles Fertigungsverfahren, welches man Hydroforming nennt, erhält der Rahmen die teilweise kantige Form, die sehr markant und dynamisch wirkt. Kommen wir nun zum Antrieb. Das S-Duro Trekking 4.0 wird von dem Yamaha PW Mittelmotor angetrieben. Er unterstützt bis zu 25 km pro Stunde und das mit einer Kraft von bis zu 80 Newtonmeter. Wie man sieht, ist das Kraftpaket gut in den Rahmen integriert. Eine Kunststoffabdeckplatte schützt den Motor vor Steinschlägen. Hier ist also der Schutz, der den Motor schützt. Der Akku wurde optimal am Unterrohr platziert. Er hat eine Kapazität von 400 Wattstunden. Über das LED-Kompaktdisplay schaltet man den Antrieb ein und aus. Außerdem gibt es Auskunft über den Ladezustand des Akkus, die noch verbleibende Reichweite, die Fahrgeschwindigkeit und die gewählte Unterstützungsstufe. Und die Beleuchtung wird von hier ein- und ausgeschaltet, was von einer Kontrollleuchte angezeigt wird. Die NCX-Federgabel von Suntour ist einstellbar und blockierbar. Sie hat einen Federweg von 63 mm. Die hydraulischen Scheibenbremsen der Firma Tektro sind sehr gut dosierbar und verzögern auch wirklich gut. Vorne kommt eine Bremsscheibe mit 180 mm, hinten mit 160 mm Durchmesser zum Einsatz. Bei der Schaltung handelt es sich hier um eine 9-fach Shimano Acera-Kettenschaltung. Es ist ein 9-fach Kassettenzahnkranz mit 11 bis 34 Zähnen verbaut. Die Kurbel hat ein Kettenblatt mit 38 Zähnen. Mit dem Shimano Altus Schalthebel am Lenker lassen sich alle Gänge zügig schalten. Die schwarzen Rodi Hohlkammerfelgen sind stabil und passen auch optisch sehr gut zum Rad. Die Michelin ProTec Crossreifen fallen recht breit aus und fahren sich sehr komfortabel. Das S-Duro Trekking 4.0 ist mit einem 720 mm breiten Lenker ausgestattet, was für eine gute Kontrolle auch in leichtem Gelände sorgt. Die Lenkergriffe sind fest verschraubt. Für die Beleuchtung sorgt vorne ein AXA Blueline LED-Scheinwerfer mit 30 Lux. Und hinten ein AXA Blueline LED-Gepäckträgerrücklicht. Bei dem Gepäckträger handelt es sich um einen Systemgepäckträger von Carrymore. Für dieses System gibt es passendes Zubehör wie Körbe, Taschen und eine Box. Er ist belastbar bis 25 kg. Das Rad wird übrigens mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 130 kg angegeben. Das Herrenrad gibt es in den Rahmenhöhen von 48 cm, 52 cm, 56, 60 und sogar 64 cm. Das Damenmodell gibt es in Rahmenhöhen von 40 cm, 44, 48, 52 und 56 cm. Zum Preis von 2.299 Euro kann man es kaufen. Die meisten Highbike-Modelle sind leider immer sehr schnell ausverkauft. Wer also ernsthaftes Interesse hat, sollte sich wirklich schnell entscheiden. Es werden übrigens noch andere sportliche Trekkingräder folgen, zu denen ich natürlich auch ein Video mache. Also ihr könnt gespannt sein. Es wird noch auch ein Highbike geben und wahrscheinlich ein Vinora-Modell.
Aber das seht ihr dann in den nächsten Videos. Ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert doch einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr auch garantiert kein Video mehr. Bis dann, ich wünsche euch alles Gute. Ciao.